Willkommen zurück hier bei den Weltnachrichten. Und wir wollen noch einmal auf die Winterstürme schauen, die da durchgezogen sind. Chiara hieß das Ganze in Europa, bei uns Sabine. Und in Europa sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden in ihren Autos von Bäumen getroffen oder starben bei Unfällen oder ertranken. In Polen kamen eine Mutter und ihre Tochter ums Leben. Der Sturm hatte das Dach eines Skiverleihs fortgerissen und auf sie geschleudert. Hunderttausende Menschen in zahlreichen Ländern waren ohne Strom. Vor allem in Großbritannien gab es heftige Überschwemmungen und Erdrutsche. Viele Häuser sind dort unbewohnbar. Tja, wir hierzulande hatten da ein bisschen mehr Glück. Da war Sturm Sabine nicht ganz so heftig wie erwartet. Es hat zwar einige Schäden gegeben, noch ist das Ganze auch nicht ganz vorbei, aber zumindest halten sich die Schäden in Grenzen. In der Tat, nichtsdestotrotz Bilder wie dieses hier hinter uns, herabgestürzte Bäume und Straßenverkehr, der beeinträchtigt wurde, Verkehrsunfälle, all das gehört natürlich dazu. Aber die Schäden halten sich in Grenzen, vor allem auch, weil viele Verantwortliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Nadine Mierdorf fasst zusammen. Dieser Autofahrer hatte keine Chance. Bei voller Fahrt kracht ein Baum direkt vor dem Pkw auf die Straße. Ungebremst rast der Fahrer in den Baumstamm rein. Das Auto ein Totalschaden. Der junge Mann aus Bamberg kommt mit dem Schock davon. Das ist ein Moment, wo ein Bruchteil einer Sekunde, wo man direkt reinfährt. Also wirklich, das ist schrecklich. Vielleicht 15 Meter habe ich gehabt und dann direkt rein. Pocht halt noch das Herz und ich bin halt noch ein wenig unruhig, aber sonst alles gut. Über 200 Mal musste die Feuerwehr allein in München ausrücken. Denn der Sturm wirbelte so einiges durcheinander. Mehrere Menschen wurden verletzt. Bundesweit sorgte Sturm Sabine für große Sorge. Vielerorts wurden Schulen, Zoos und Friedhöfe sicherheitshalber geschlossen. Hunderte Starts und Landungen wurden an Deutschlands Flughäfen vorsorglich gestrichen. Zeitweise lag der Fernverkehr lahm. Bis zum Abend fuhr in vielen Städten kein Regional- und Nahverkehr. Übervorsichtig und übertrieben sei das gewesen, sagen Kritiker. Denn Sturm Sabine war deutlich milder als angekündigt. Meteorologen machen allerdings deutlich: Ja, auf jeden Fall war das nötig, denn wir haben eigentlich völlig korrekt gewarnt. Die Windgeschwindigkeiten, die wir in den letzten Stunden über Deutschland hatten, waren etwa genau in dem Rahmen, die vom Deutschen Wetterdienst schon seit Freitag und dann exakt am Samstag und Sonntag gewarnt worden sind. Und ich denke, durch die vielen Warnungen ist Gott sei Dank weniger passiert, als vorher befürchtet worden ist. Also lieber einmal zu viel gewarnt, denn Experten sind sich sicher, im Sommer hätte ein ähnlich starker Sturm für wesentlich mehr Probleme gesorgt.